Hallo lieber Christian, zum Interview vor dem kleinen Main-Derby am Samstag hier im Stadion am Biberer Berg. 14 Uhr gegen FSV Frankfurt. Ganz kurzer Rückblick zum Spiel in Balingen. Gutes Spiel, muss man sagen. Herbe Niederlage dann im Rücken. Konntest du dennoch etwas Positives aus Balingen mitnehmen? Ja, erstmal ist es brutal ärgerlich, dass du eigentlich ein gutes Spiel ablieferst und weißt nicht, warum du 0-2 in die Halbzeitpause gehst, weil wir so viele Möglichkeiten auch in der ersten Halbzeit hatten. Die Mannschaft hat auch nach 0-2 auch munter nach vorne weitergespielt. Man hat deutlich gesehen, dass sie dieses Spiel auch noch drehen wollten. Das haben wir schon positiv mitgenommen. Aber logischerweise halt auch über die zwei Situationen gesprochen, die dann zu Toren führen. Was dann nicht gut ist, wie wir es verteidigt haben. Und das hat dich auf die Verliererseite gebracht. Und das macht natürlich auch einen Gegner dann einfacher, wenn du 1-0 führst und willst eh nicht viel fürs Spiel investieren und mauerst eigentlich nur, spielst dann komplett 5-4-1. Und dann ist es immer schwer, so einen Gegner zu bespielen. Ich glaube, dass wir es trotzdem ordentlich gemacht haben. Aber die zwei Fehler, die wir gemacht haben, konnten wir leider nicht mehr ummünzen, um irgendwas Fruchtbares mitzunehmen oder Punkte mitzunehmen aus diesem Spiel. Dann war es das auch schon mit dem Rückblick. Es ist alles überarbeitet. Jetzt steht natürlich das kleine Main-Derby an, hab's schon erwähnt, gegen FSV Frankfurt. Wichtiges Spiel für Fans, auch für die Stadt, natürlich auch für die Mannschaft. Was nehmt ihr euch vor am Samstag? Ja, zum einen ist es wichtig halt, dass du im Derby immer bestehst. Ich glaube, wenn du ein Derby spielst und gewinnst, hast du immer positive Stimmung. Das ist Punkt 1. Ja, man sollte die Tabelle nicht außer Acht lassen. Da ist es natürlich durch die Niederlage in Balingen alles noch enger nach unten geworden. Und ja, du musst schon das Spiel gewinnen, um auch zu gucken, dass du Luft hast. Und dass wir aber auch uns jetzt von der Tabellensituation nicht mehr Druck machen sollten, wie es eh schon ist, sondern auch diese Lockerheit und Spielfreude weiterhin behalten und gucken, dass wir dieses Heimspiel dann für uns entscheiden. Hast die Tabelle angesprochen, auch für den FSV sieht es im Moment nicht so gut aus, steht unter uns in der Tabelle ziemlich weit tief unten drin. Wie schätzt du den Gegner ein? Im Hinspiel gab es ein 1-1. Ja, ich glaube, dass sie trotzdem eine sehr gute Qualität haben. Sie haben viele Einzelspieler in ihren Reihen, die immer in der Lage sind, halt auch ein Spiel zu entscheiden. Sie können gut verteidigen. Ja, das haben sie gerade, wenn es gegen Offenbach geht, wissen wir, dass es eh eine andere Marschroute ist, wie in vielen anderen Spielen. Haben jetzt halt auch einen Negativlauf hinter sich. Aber haben dann halt auch auswärts beim VfB Stuttgart gewonnen. Ne? Ich glaube sogar, dass es der letzte Sieg war, wo sie dann halt auch auswärts ein gutes Spiel gemacht haben. Diese Derbys sind immer alle emotional. Man hat es im Hinspiel gesehen. Neben dem Platz, auf dem Platz war viel los. Und klar, die fahren hier hin und die wollen uns natürlich im eigenen Stadion ärgern. Das wissen wir. Und wir müssen gucken, dass wir unsere Leistung auf den Platz kriegen, uns auf uns konzentrieren und uns so mit anderen Sachen nicht beschäftigen. Ja? Dass wir da eine hochkonzentrierte Leistung abliefern und zu Hause einen Heimsieg einfahren. Wir freuen uns drauf. Zum Abschluss gerne noch einen Kaderüberblick von dir für uns. Ja, also die Kranken sind wieder zurück. Garcia, Jobbik sind wieder zurück im Training. Lenkfort macht Teile des Trainings mit, ist aber noch nicht hundertprozentig fit. Da müssen wir mal abwarten, wie es morgen im Abschlusstraining aussieht. Das ist auf jeden Fall noch ein Fragezeichen. Die Langzeitverletzten, ja, kennen wir. Und ansonsten sind soweit alle auch wieder zurück, dass wir aus dem Vollen schöpfen können. Alles klar, dann sehen wir uns am Samstag im Stadion gegen den FSV Frankfurt. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne.